brauche ich für Mutagen nochmal das Bakterium. Okay. Machen das mal zweimal. Ich brauche Wasser. Übrigens Wasser, ja, ich verdurste gerade. Das ist ganz schlecht, so. Ich hole mir sehr, sehr viel Wasser. Wasser, 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 Wasser. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Und da unten haben wir auch noch ganz viel Wasser. Platsch. So, zweimal das. Zweimal Methan, zweimal Schwefel. Schwefel dürfte mir langsam ausgehen, wahrscheinlich. Jo. Jetzt, wo ich so sage, ne? Jetzt, wo ich es so sage, habe ich noch einmal Schwefel. Och Mann. Doof. Ja, dann machen wir wenigstens eins. Und was war es noch? Dünger und auch so eine Dingensraupe. Ja, da brauche ich auch Schwefel. Dafür brauche ich auch Schwefel. Gehen wir mal schnell Schwefel suchen, komm. Vielleicht liegt da unten ja noch welches rum. Lalalala, jetzt bin ich schon bei minus 1,5. Minus 1,5. Das ist doch gut. Wir arbeiten auf die Null zu. So, ist hier neuer Schwefel entstanden? Bitte, bitte. Ich brauche welchen. Spiel, du darfst mir das nicht vorenthalten. Bitte, komm. Mach was. Spiel, warum? Warum? Wo soll ich denn sonst Schwefel herkriegen? Nee, hier ist auch kein Schwefel drin. Und Schwefel kann ich halt auch nicht abbauen. Also. Nur der hier lose rumliegt, aber ich wüsste sonst halt auch nicht. Es gibt keine Schwefelhöhle oder so, wo ich einen Extraktor hinstellen könnte. Hier könnte noch Schwefel sein, vielleicht. Und mir fällt gerade ein, ich habe keinen Sauerstoff dabei, ne? Nö. Das ist ja natürlich ganz toll. Das ist bestimmt voll gut, was ich jetzt mache. Tja, hier ist überall kein Schwefel. Na. Schnell nach Hause. Ist wahrscheinlich eh schon zu spät jetzt. Dankeschön. Wo war denn noch Schwefel?
gab es noch irgendwo eine Höhle, wo Schwefel war. Das letzte Mal habe ich so viel gekriegt, wo es Ding, ne? Dieser Meteoritenschauer war. Da hat er relativ viel Schwefel auch abgeworfen. Ich kann aber auch keine Rakete hochschicken, die mir, die da irgendwie Schwefel anzieht oder so. Ich überlege gerade, ob bei der ehemaligen Eishöhle oben, ob da irgendwo Schwefel war. Das Eisen. Aber ich glaube nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. Sauerstoff und so. Wir sind ja gleich da. Siehste, hat auch geklappt. Wir haben gleich die nächste Stufe. Wo könnte ich jetzt Schwefel herkriegen, ey? Ich wüsste echt nicht wo. Ich kann es nicht sagen. Eventuell ist hier noch irgendwo eine Höhle, wo ich Schwefel finden könnte. Beziehungsweise halt oben, wo ehemalige Eishöhle. Habe ich den Luftfilter eigentlich gebaut? Nee, ne? Habe ich den gebaut? Doch. Das dachte ich schon. Ich könnte den Wasserfilter noch bauen. Ja. 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 Ja, die Wärme habe ich hier. Also hier flattert Dingens, Bienen. Bienen flattern hier rum wegen meinem Bienenstock. Klaue ich gleich mal den Honig, ne? Hier flattert auch noch viel mehr, Moment. In meinem Schmetterlingshaus. Hier flattert's. Ja, das Eis ist schon geschmolzen. Da ist nichts mehr. Das ist weg. Alles weggeschmolzen. Hier flattern die Schmetterlinge. Ich bin gleich fertig. Ja, da müsste eigentlich eine Höhle sein. Also da ist eine Höhle. Ich müsste mal gucken, ob das Schwefel ist. Das weiß ich halt nicht mehr. So, was kommt nach Insekten? Nach Insekten kommt... Wir dürfen gespannt sein. Atmosphäre. Okay. Das heißt, wenn ich das auf 100% habe, dann dürfte das minus 1,5 auch weg sein wahrscheinlich. Und dann kann ich rausgehen und tief durchatmen und brauche mich nicht mehr um Sauerstoff kümmern. Was es natürlich viel, viel einfacher macht, hier rumzuschlurpen und Sachen zu sammeln. Viel, viel einfacher. Thank you.
So, das schmeißen wir da mal rein. Ich nehme mal zwei mit. Das schmeiße ich jetzt auch gerade mal rein. Das brauche ich gerade nicht. Das schmeißen wir mal hier rein. So, niedrige Bewässerung. Ja, schön für dich. Das nehme ich auch mal mit. Moment, was machen eigentlich meine Bohnen? Bohnen sind fertig. Fertig gebohnt. Dann nehme ich mir den Honig daraus. Ich hatte hier noch mehr Honig. Da habe ich Honig und da habe ich Honig. Und dann kann ich doch das da herstellen. Wunderbar. Lecker. Bohnen mit Honig. Stelle ich mir echt geil vor. So, da gucken wir mal. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Schwefel da drin. Ein bisschen Schwefel ist ja besser als gar kein Schwefel. Aber das ist auch so die letzte Idee, die ich habe, wo Schwefel sein könnte. Ansonsten wüsste ich halt wirklich nicht wo. Also der Rest da drin ist egal, aber spawnen hier neue Kisten? Kann das sein? Guck mal, hier haben wir noch eine Höhle. Aber ich glaube, das war eine Iridiumhöhle. Ja. Sieht auch so rötlich aus. Hier ist nichts mehr. Kann es sein, dass die Kisten hier neu spawnen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an der Kiste, dass ich das hab liegen lassen und dass ich an der so einfach jedes Mal vorbeigelaufen bin. Kann es sein, dass das irgendwie im Eis drinne war und dadurch, dass es geschmolzen ist, ist das irgendwie rausgespült worden und jetzt liegt es da halt? Auch noch mal gucken. Hier liegt ja auch noch eine Kiste, aber da ist nur Scheiße drin. So, das ist hier oben auch nichts, ne? Nö. Nö. In dem einen Ding war auch noch, wo ich eben unten war, nach Schwefel geguckt habe, stimmt, da hätte ich weiter gucken können. Da gab es noch diese, ich glaube, da gab es noch diese eine Wand, die mit Eis verschlossen war. Das müsste jetzt auch weg sein. Hier ist auch nichts. Mann, ey. Wo war denn das? Oder wo gibt's denn was? Wo die Höhle war, weiß ich, aber... Ich glaube nicht, dass ich da Schwefel finden werde. Ich gehe da eigentlich nur hin, weil ich verzweifelt bin und ich weiß, wo ich sonst gucken soll. Ist auch nichts mehr, ne? Hier geht's noch ein bisschen weiter. Da haben wir ein bisschen Schwefel, nochmal Dünger. Nehmen wir auch mit, der Rest ist egal.
Hier ist ein richtiger Dschungel entstanden, ey. Hier habe ich auch noch gar nicht richtig geguckt, ne? Oder? Doch, hier war ich das letzte Mal, oder? Ich bin mir unsicher. Ich weiß es nicht. Nochmal. Also so ganz schlechtes Zeug finde ich ja nicht. Und es ist schon mal ein wenig Schwefel dabei. Könnt allerhöchstens darauf hoffen, dass es nochmal hier irgendwie hagelt. Und dass da wieder ordentlich Schwefel runterkommt. Das ist Murks. Das wollen wir nicht. So, ist hier noch irgendwo eine Kiste, die ich gerade sehe, die mir ins Auge sticht. Ja, da unten. Ja, das kannst du behalten. Joa, dann flitzen wir wieder zurück, komm. Oh, warte mal. Boah, das Dings. Hier kann ich kurz Luft schnappen. Da kann ich doch mal kurz gucken. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir hinter diesem Felsen da vorne gucken. Da könnte eventuell... Hier hinter dem, da könnte eventuell noch irgendwie eine Höhle oder irgendwas sein. Ich glaube, hier habe ich noch gar nicht so richtig geschaut. Nee, hier ist aber nix. Ist das? Ah, Eisen. Sieht immer ein bisschen aus wie Schwefel, aber ich finde Eisen sieht sowieso immer irgendwie gefühlt anders aus, je nachdem wie das Licht fällt hier. Tja, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch Schwefel herkriegen könnte. Die werden echt immer größer, die Seen, ne? Neue Mitteilung. Uhu. Ich werde sie nicht lesen. Es sei denn, ich kann mit dem besseren Extraktor dann irgendwie den in irgendeiner Höhle platzieren oder so und dann kann ich dadurch mehr verschiedene Sachen abbauen und da ist dann unter anderem auch Schwefel mit dabei. Ich habe relativ viel Dünger gefunden, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich wollte die Bienenlarve herstellen. Genau, da brauche ich noch diese ungewöhnliche... Die ungewöhnliche Larve, oder wie die heißt.
Nee, du bist es nicht. Du bist es. Komm mal mit. Hatte ich jetzt das Mutagen? Hatte ich schon. Okay. Also jetzt war das Rezept war Larve, Mutagen, Dünger. Larve, Mutagen, Dünger. So, forschen. Es forscht. Dauert einen kleinen Moment. Dann kann ich in der Zeit schon mal gucken, was brauche ich denn noch für das Bienenhaus. Also die Larve. Nochmal Dünger und dann brauche ich noch einen Knubbel. Dafür brauche ich zweimal Pilze. Silizium und Wasser. Silizium. Knubbel. Jetzt flattern da gleich Bienen drin rum, oder? Ja. So. Und dann kann ich das auch bauen. Komm, das setzen wir einfach hier neben dran. Noch mehr Bienen! Woo! Bienenpower! Überall Bienen! Ja, es sind wirklich überall Bienen. Selbst hier drinne hat sich einer rein verirrt. So. Ach, guck mal, wie es jetzt hochschießt. Jetzt läuft besser. Ja, da geht die Biomasse hoch. Pflanzen geht vor allem hoch. Boah, aber das wird halt immer noch dauern. Stoff herstellen. Ich weiß noch nicht mal wirklich, für was ich Stoff groß benötigt habe. Aber wahrscheinlich kommen jetzt bald ein paar Sachen, für die ich sehr viel Stoff brauchen werde, vermute ich mal. Ich habe aber immer fleißig gesammelt. Mach mal nicht. Ich habe immer fleißig Stoff gesammelt, also ein bisschen was haben wir, ja. Naja. Gut, gut. Ach stimmt, hier kann ich auch als gucken. Habe ich mir ja dahin gehängt. Habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen. So, ich habe E-Mails bekommen. Mhm, interessant. Ja, noch interessanter. War hier auch noch was Interessantes? Oh ja, war echt interessant. So. Gut. Tja. Das läuft ein bisschen langsamer jetzt. Heißt, ich müsste am besten nochmal auf Luftdruck, Wärme und auf Sauerstoff gehen. Und das nochmal ein bisschen pushen. Dass da einfach ein bisschen mehr geht. Einfach die drei Dinger noch mal ein bisschen pushen. Selbst wenn ich sie durch habe, vielleicht. Einfach damit ich hier die
die anderen Dinger hier freischalte. Tja, jetzt mal aber beim nächsten Mal. Nicht mehr heute. So, ich will nämlich jetzt einfach vor heute schon Schluss machen. Stopp, 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 stopp. Was? Ja, ich würde jetzt Schluss machen. Dann kann ich nämlich heute noch was erledigen. Genau.